CSU-Bundesminister Peter Ramsauer auf dem Weg zum Demografiegipfel Allgäu in Kempten. Eingeladen hatte ihn Parteifreund und Kabinettskollege Gerd Müller. Thema war deshalb nicht wie sonst so oft die B12 oder die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau. Dieses Mal ging es um grundlegende Fragen der Gesellschaft. Im Allgäu haben wir die erfreuliche Situation, im Unterschied zu Deutschland insgesamt, dass wir nicht weniger werden. Das Allgäu wird zunehmen. Es ist prognostiziert, dass das Oberallgäu, Kempten, Lindau, aber auch das Unterallgäu so zwischen 2 und 4% an Bevölkerung zunimmt. Diese Bevölkerung wird aber älter und wir verlieren damit leider auch Facharbeitskräfte. Es wird also die Frage sein, wie schaffen wir die Erwerbstätigen, die Facharbeitskräftequote und vieles mehr. Und da muss man auch mal über den Tag hinausdenken. Das ist heute das Thema. Diese Entwicklung wird nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Auch der Lebensalltag vieler Menschen wird davon betroffen sein. Die Älteren werden wesentlich mehr, 60-Jährige bis 100-Jährige, und die Jüngeren werden weniger. Und darauf muss man reagieren. Man muss reagieren, beispielsweise im Wohnungsbau. Wir brauchen andere Wohnungen. Man muss darauf reagieren, auch in der Verkehrspolitik, Mobilität für ältere Leute. Auf all diese Fragen wollen wir heute Antworten finden, auch und gerade mit dem Bundesbauminister. Eine allumfassende Lösung wird es wohl nicht geben, dafür sind die Aufgaben zu vielschichtig. Stattdessen müssen viele kleine und große Einzelprobleme angegangen werden, die sich auch abhängig vom Wohnort voneinander unterscheiden. Wir wollen, dass alte Menschen, ältere Menschen, die ihren angestammten Wohnsitz, egal ob in einer Stadt oder im ländlichen Bereich haben, auch dort so lange leben bleiben können, wie es nur irgendwie möglich ist. Und hier muss der Stadtentwicklungs-, der Städtebauminister, der ich ja auch bin, neben dem Verkehrsminister, Antworten geben. Er muss beispielsweise sicherstellen, dass in der innerörtlichen Entwicklung die Daseinsvorsorge für Einkaufen zum Beispiel weiterhin gewährleistet ist, dass die wichtigsten Verwaltungsfunktionen in der Nähe ist, dass soziales, kulturelles Leben in der Nähe ist. Einzelne Regionen in Deutschland hätten zum Teil eigene Strategien entwickelt, um diesen Problemen zu begegnen, so Bundesminister Ramsauer. Teilweise kommen die Ideen aber auch aus der Wirtschaft. Mobile Supermärkte und ambulante Pflegedienste seien nur ein paar der Beispiele. Besonders spannend werde die Frage nach Mobilität in Zeiten steigender Benzinpreise, Elektromobilität und Klimawandel. Wenn jemand mit 80, 85 vielleicht nicht mehr so gerne selbst Auto fährt, dass er öffentliche Verkehrsmittel hat, dass er gut angebunden ist, all das muss zusammenkommen. Und wir wollen das natürlich nicht nur für Städte gewährleisten, sondern auch für ländliche Gemeinden. Denn wir wollen, dass die kleineren Gemeinden auf dem Land draußen nicht ausbluten mit älteren Leuten oder mit jungen Leuten, sondern Bestand haben. Ebenfalls noch ungeklärt ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, nicht nur für ältere Menschen. Diese Frage betrifft auch Studenten und junge Familien. Alle Probleme konnten bei dem Termin am Abend sicherlich nicht gelöst werden. Diesen Anspruch hatte Minister Ramsauer auch gar nicht. Er sagte zu Beginn seines Vortrags selbst, dass alles, was er auf den Weg bringen könne, schlussendlich von Kommunen umgesetzt werden müsse. Und da wiederum hat jede ihre ganz eigenen, unterschiedlichen Voraussetzungen.